Perfekter Saisonstart für Eishockey-Oberligist Füchse Duisburg. Nach dem 5:2-Sieg daheim am Freitagabend gegen den Mitfavoriten aus Hamburg legten die Füchse am Sonntagabend in Essen nach. Beim ewigen Dauerrivalen aus dem Ruhrgebiet siegten die Füchse mit 3:1. Vor rund 2000 Zuschauern konnte sich Robin Slanina für die Füchse gleich zweimal in die Torschützenliste eintragen. Essens Trainer Frank Genkes bemängelte nach dem Spielausfall am Freitag in Herne vor allem den fehlenden Rhythmus seines Teams. In der Pressekonferenz nach dem Spiel ging er noch einmal auf das abgebrochene Spiel am Freitag in Herne ein, sprach über die Schiedsrichterleistung und nahm auch kein Blatt vor dem Mund in Richtung DEB. Völlig berechtigt brachte Genkes sein Missverständnis zum Ausdruck darüber, dass man es beim DEB versäumt hat, für die verstorbene Eishockeylegende Lenz Funk eine Trauerminute in den Stadien einzulegen. Im ersten Drittel war Duisburg die bestimmende Mannschaft. Jeder weiß, was wir am Freitagabend wieder erlebt haben. Wir hatten diesen Rhythmus gar nicht gehabt, haben da mehr in der Halle gesessen als alles andere gehabt, 8 Minuten gespielt. Und dann ist der ganze Rhythmus weg, du musst die Trainingszeiten umlegen aufgrund des Ausfalls in Herne. Und dann bist du nicht richtig fokussiert am Anfang. Da kannst du noch so viel reden, kannst du dich noch so viel austauschen. Im Unterbewusstsein waren wir im ersten Drittel nicht richtig da. Da war Duisburg klar die bessere Mannschaft, muss man so sehen. Im zweiten Drittel habe ich uns ganz vorne gesehen. Da waren wir mit Abstand die bessere Mannschaft. Aber da hätten wir auch nachlegen müssen. Ich glaube, mehr Chancen kann man nicht haben, um ein Spiel zu gewinnen. Im dritten Drittel hat der Schiedsrichter da sein eigenes Spiel draus gemacht, wieder mal. Immer der gleiche Mann. Warum der da steht, wissen wir auch alle. Aber das ist nun mal so in der heutigen Zeit. Da sind nicht die Leute auf dem Eis, die Spiele leiten können, da sind die Leute auf dem Eis, die oftmals auf gewissen Ebenen die beste Politik machen. Und das ist leider so. Das ist traurig, dass der Schiri so ein Spiel dann nochmal in eine Richtung leitet, wo es eigentlich nicht hingehört. Ich habe beide Mannschaften sehr stark gesehen. Beide Mannschaften haben hervorragendes Oberliga-Eishockey heute geboten und wir haben uns einfach nicht belohnt. Das ist, muss man so sehen, bei so vielen Chancen, die wir vorne hatten, hätten wir mehr daraus machen müssen. Das haben wir nicht über zwei Situationen hatten wir, hat der Duisburg gehabt. Ob die immer gerechtfertigt sind, lasse ich auch dahingestellt. Ich habe da auch eine ganz andere Meinung, aber wir haben ja nicht die große Meinung vom Eishockey. Und normalerweise sind traurige Situationen jetzt, dass wir die 3 Punkte nicht geholt haben, aber so ist es halt. Wir haben nicht gegen irgendjemanden verloren, sondern gegen eine Top-Mannschaft in der Liga. Und wir müssen schauen, dass wir irgendwo Erfolgsmomente uns holen. Das warten wir morgen ab, was wie das Spiel entschieden wird, wie das bewertet wird. Ich habe selber persönlich mit dem DEB heute nochmal gesprochen. Wenn wir da wieder mal von höherer Gewalt reden, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann müssen wir uns hier zusammensetzen, dann müssen wir immer, wenn es gegen uns läuft, machen wir eben das Licht aus. Und dann sagen wir, gut, Stromausfall. Kommt dann mal am Dienstag wieder. Machen wir so lange, bis wir vorne sind und das ist höhere Gewalt. Und das hat mit höherer Gewalt nichts zu tun, was da abgegangen ist. Das lassen wir dahingestellt. Eine Sache habe ich heute vermisst im ganzen Spiel. Ich möchte privates Anliegen, Schweigeminute habe ich vermisst für Lenz Funk. Gehört eigentlich in jedes einzelne Eisstadion rein, wieso eine Sportlegende wie der Lenz verstirbt. Ich habe ihn erleben dürfen als Spieler, habe ihn oft getroffen in meiner Karriere. Selten so einen guten Fachmann und so einen klasse Menschen gesehen wie Lenz Funk. Ja, mein Beileid an die Hinterbliebenen und alles Gute für den Lenz da oben. Er schaut uns zu, bin ich mir ganz sicher. War ein hervorragender Mensch, hätte gerne öfter solche Leute in meinem Leben gesprochen. Heute sind die Leute anders. Er war hochgerückt. Und hat ein riesen Fachwissen gehabt. Das tut mir leid. Normal macht man da eine Schweigeminute für so eine Legende. Aber war nicht der Fall. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.